Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich muss sagen, ich finde es ja eigentlich schon beeindruckend, was der Verband der Automobilindustrie wieder das hinbekommen hat. Also das muss man sich mal vorstellen, dass die Autokonzerne jahrelang betrogen haben, getrickst haben, Grenzwerte nicht eingehalten haben und ihre Kunden beschissen haben, immer größere und PS-stärkere Autos gebaut haben in Zeiten des Klimawandels und eine IAA unterhalten, die seit Jahren in der Krise ist, die so viel Glaubwürdigkeit und Ansehen verloren hat. Aber statt dass die Politik gemeinsam die Automobilindustrie in die Schranken weist, dabei darauf hinweist, dass Grenzwerte keine unverbindlichen Empfehlungen sind und an Recht und Gesetz erinnert, buhlen mehrere deutsche Großstädte, um die Gunst des VDA, die IAA in Zukunft ausrichten zu dürfen. Ja, ganze Stadt- und Landesregierungen bewerben sich beim VDA um die Messe. Das beschert der IAA und dem VDA endlich mal wieder gute Presse. Dazu versuchen sie noch ein bisschen mit Öko-Geschwätz und Greenwashing sich ein besseres Image zu verpassen. Und jetzt streiten Politiker aller Parteien in Hessen darum, wer jetzt eigentlich schuld daran ist, dass die IAA nicht mehr in Frankfurt ist. Das ist doch absurd. Und da muss ich sagen, Respekt, Frau der Verband der Automobilindustrie, wie man das hinbekommen hat. Ich meine, jetzt streiten alle miteinander, ob der Frankfurter Oberbürgermeister, der grüne Wirtschaftsminister, der Ministerpräsident oder wer auch immer an der Sache dran schuld ist. Ja, und der VDA, der all diese Krise selber verursacht hat seiner Branche, ist fein raus, kann sich zurücklehnen und sich anschauen, dieses unwürdige Schauspiel hier. Also will ich einfach mal feststellen, weil das die Krise der IAA, die Krise der IAA hat doch nichts mit den Kritischen, mit der Kritik zu tun. Seit 2015 haben sich die Besucherzahlen fast halbiert. Die Zahl der Aussteller ist um 100 zurückgegangen, über 100 zurückgegangen. Und gleichzeitig haben viele Menschen gegen die IAA protestiert. Ja, zu Recht, gegen die Automobilindustrie, gegen die herrschende Verkehrspolitik. Und das haben im letzten Jahr mindestens 25.000 Menschen getan. Und das sind doch Probleme, die die Branche selbst verschuldet hat. Wenn man jahrelang eben trickst und betrügt, dann darf man sich doch nicht wundern, wenn man am Ende ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Und ja, das hat die Branche sich selber zuzuschreiben. Und natürlich ist es, Herr Pentz, natürlich ist es, ja, ja, es ist in der Tat sehr ärgerlich, dass unter der selbstgemachten Krise der Automobilindustrie auf Selbstfindungskurs jetzt mal wieder die bearbeitenden Menschen leiden müssen. Menschen, die bisher, das sage ich doch gerade, ja, die müssen wieder darunter leiden, was die Automobilindustrie für falsche Entscheidungen trifft. Ganz richtig. Die Menschen, die bisher auf der IAA ihr Geld verdient haben, als Handwerker oder als Dienstleister, genau die müssen wieder darunter leiden. Natürlich ist das das Ärgerliche. Aber die Schuldzuschreibungen an die Landesregierung, den grünen Minister, den Oberbürgermeister oder die Demonstranten noch gar, das ist doch in diesem Fall völlig fehl am Platz. Wer auf Probleme aufmerksam macht und eine Industrie kritisiert, der ist doch nicht schuld an den Problemen. Und den kann man doch danach nicht kritisieren, wenn der Verband der Automobilindustrie diese Entscheidung trifft. Und gerade eine Partei, die dauernd von Meinungsfreiheit blökt, ja, also von der sollte ja erst recht nicht gesagt werden, dass ein Oberbürgermeister seine Meinung nicht äußern darf, meine Damen und Herren. Frau Wissler, ein bisschen mehr Mäßigung. Blöken nehmen wir zurück. Und ja, es gibt Branchen, Messen, die sich auch mit der Zeit überleben, wenn sie sich nicht verändern. Und ja, da hat Herr Wagner doch recht. Natürlich war die IAA eine Dinosauriermesse, weil sie nicht bereit war, sich zu ändern. Und natürlich ist diese Neuerfindung, die jetzt stattfinden soll, die jetzt an einem neuen Ort stattfinden soll, damit ist es doch nicht getan. Man braucht ein neues Konzept und nicht einfach einen neuen Ort. Und dabei muss man auch erkennen, dass man auf einem strategischen Irrweg ist. Angesichts der Klimakrise sagt die Automobilindustrie, wir haben verstanden, wir bauen jetzt 400 PS SUVs mit einer Tonne Batterien und machen ansonsten weiter wie bisher. Das ist doch keine Strategie. Und deswegen sind die Proteste eben auch notwendig. Und wir brauchen einen gesellschaftlichen Wandel angesichts von Klimawandel, Schadstoffen und Flächenverbrauch. Und deshalb brauchen wir, finde ich, eine Neuausrichtung der IAA insgesamt, an welchem Ort jetzt auch immer, weil das Konzept muss sich ändern. Es muss eine nachhaltige Mobilitätsmesse werden und nicht einfach den Ort wechseln, weil die Probleme werden doch bleiben.
Und vollkommen klar, natürlich war das auch ein mediales Manöver der IAA, jetzt zu sagen, noch hastig. Danke. Jetzt zu sagen, sollen sich doch mal Städte um uns bewerben und sich darum buhlen, dass sie die Messe ausrichten können. Aber es ist doch vollkommen klar, wenn die Automobilindustrie sich nicht verändert, dann kann sie zwar den Ort wechseln, aber ich wage mal vorherzusagen, dass im Jahr 2021 es auch weiterhin Kritik geben wird und es auch weiter Proteste geben wird gegen die IAA, ob die jetzt in Berlin, in Hamburg oder in München stattfindet. Diese Proteste wird es geben, und diese Proteste hat sich die Branche selber zuzuschreiben. Und ich halte es für relativ unwürdig, sich gegenseitig die Vorwürfe zu machen, wer daran schuld ist. Ich finde, man sollte mal gemeinsam dafür sorgen, dass die Automobilindustrie sich in diesem Land an Gerecht und Gesetz hält, wie jeder andere das auch tun muss. Vielen Dank.